Schade, dass halt der Sturm jetzt kam. Wenn wir der Sturm nicht gekommen wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich sogar noch geschafft. Allerdings, wir haben ein gesamtes Schiff. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Wunderschön, haben wir jetzt neues Gruppenmitglied. Sobald ich die Flotten freigeschaltet habe, können wir damit ordentlich Kohle machen. Ja, und dann geht's jetzt richtig los. Alter, was da an Kriegsschiffen vor unserer Küste steht. Ich würde so gern nochmal, aber ich möchte jetzt die Quests erledigen. Darum, Alter. Suchen wir uns jetzt Piratenjäger. Alter Schwede, was hier steht, das ist unglaublich. Ich hätte die beinahe noch gerammt, das wäre glaube ich nicht so cool gewesen. Die halten auf unsere Festung zu, kann das sein? Oder lagern die nur davor? Ich weiß es nicht. Was machen die da hinten? Das sind auch so zwei, solche riesigen Galeonen. Krass, ey, krass, einfach nur krass. Da sehe ich noch ein bisschen was an Vorräten, die hole ich mir gleich. Warnung, Sperrgebiet. Ja, wo kriege ich jetzt eigentlich solche Piratenjäger her? Sind die einfach so hier aus Langeweile irgendwo, oder? Wie lukt's aus? Ich schau mal ganz kurz, wo ich mich gerade befinde. Warnung, Sperrgebiet steht da. Ich gehe einfach mal zur nächsten Festung. Und ja, ich hoffe, ich finde einen Piratenjäger auf dem Weg dahin. Wäre ganz cool. Aber irgendwie, hieß ja gerade, die Briten sind das. Aber wenn ich die Briten da angreife, ohne bei meiner Festung zu sein, dann kann ich gleich einpacken. Ich sehe das vor schon. Cabo de Gru. Marineaufträge, Drohnen, Animus-Fragmente. Okay, wir müssen uns dann auch ein bisschen mehr den Sachen sammeln, hinfügen. Und müssen mal schauen, dass wir da auch ein bisschen hinterherkommen. Habe ich jetzt eigentlich schon Mörser gehabt? Ja, gell? Wie habe ich die eingesetzt? Oh. Aber ich könnte mal, Moment. Herstellung, Inventar, Datenbank, Optionen, Steuerung, genau, Steuerung anpassen, ich würde aber echt die Ingame-Steuerung haben, Steuerung anpassen, da haben wir sie doch, Kartenmenü, freiziehen, Fragen herlaufen, Fußbewegen, Pistolen-Kaschatzkarten, das ist alles sehr seltsam, okay. Die Mörser habe ich nämlich gesehen, auch beim Sarasar LP, wie das der da so ausspricht. Die Mörser habe ich gesehen machen. Oh, was ist das? Oh oh. Wir sind sicher, Captain. Uncool. Die schießen auf uns. Ach nein, wirklich? Und den ersten Hammer. Wuhu. Wir müssen diese Türme treffen. Feuer auf den Grund. Damit haben wir das Schiff versenkt. Stört mich jetzt aber auch nicht wirklich. So, wir versuchen das Schiff zu auseinanderzunehmen. Wir haben ja mittlerweile ein richtig heftiges Schiff eigentlich. Jetzt haben wir es ja. Jetzt habe ich es ausgesehen. Ups, jetzt habe ich es ausgesehen. Wollte ich gar nicht. Na, okay. Aber nicht schlimm. Aber das Schiff einfach mal so zerlegt. So, und jetzt drehen wir um. Oh, 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 weg hier. Jeha! Wo? Jetzt? Ich sehe nicht. Hallo? Kann ich mal umschwenken? Wo ist das Ding denn? Da hinten. Kann ich mir den jetzt holen? Ja, ich hole mir den jetzt. Auch wenn ich gegen das Fort kämpfe. Jeeha! Hallo, Süßer!
Bam! Wunderschön und... Bam! So schnell wir können, Sir! Und drauf! Und drauf! Und huch! Drauf! Yeah! Oh mein Gott, Alter, wir sind so gut gerade. Bam! Yeah! So, den holen wir uns. Wunderschön. Dann können wir unser Schiff gleich ein bisschen... Ja, ja, schon gut. S und Enter. Wunderschön. Und da hinten ist gleich der nächste Piratenjäger, den holen wir uns auch gleich. Ey, wenn das so weitergeht in dem Tempo, ey, wir werden richtig gut. Jeha! Ich mach's immer noch lieber im Kampfmodus, im Schiffsgefecht. Aber es ist einfach cool, dass du nicht deine ganze Crew verschwendest. Oh yeah, kommt her! So, und wie viel müssen wir eigentlich töten? Gegnerische Crew töten, gegnerische Frontverteidigung zerstören, Jagdschiff versenken. Wir haben eine ganze Menge Quests, so. Und gleich sind wir durch. Hä, hey, was ist das? Das Problem war, dass der Gegner gar nicht mehr Feind und mehr Freund ist. Er braucht gerade einfach irgendwen, dann wird schon wissen, wer seine Crew ist. Ich nehme zumindest stark an, dass er weiß, wer zu seiner Crew gehört. Und Schluss! Yes! Erstes Piratenschiff. Da, Anne ist ja nur ein Piratenjäger. Wie siehst du, es hätten Piratenschiffe, warum? Kann, es wäre cool, wenn man noch Piratenschiffe hätte, mit denen handeln könnte oder so. Metall, Rom, schwere Kugeln, Feuerwasser, da haben wir wieder einiges gemacht. Steckdauer reparieren, weil wir müssen gegen das Fort noch kämpfen. Und gegen das andere Piratenschiff. So, das tue ich mal ganz kurz abbrechen hier. So. Wo ist der zweite Piratenjäger da hinten? Keine Angst, wir holen uns erstmal den da. Yeah! Und guten Tag! Und Nummer 4! Alle an Deck! Alle Segel, sie verträgt das! So! Ey, wir sind echt gut! Das Schiff hat noch... So, 1 und 2! 3! Alter, ey, wir sind richtig gut. Ich bin gerade echt stolz auf mich. Muss schon sagen, ein kleines bisschen. So, das war's auch schon. Fertig. Mission beendet. Marine Auftrag 11. Jäger und Sammler. Schawups. Fortsetzen. Wunderschön. Das hat uns gleich nochmal 2400 gebracht. Richtig geil. Da können wir unsere Bucht bald mal wieder ein bisschen aufrüsten. Und auch das hier bringt uns jetzt gleich eine ganze Menge Kohle nochmal. So. Oh, los, komm hier. Ja, los, komm. Dieser Mann macht's richtig hier, ohne Kanone. Einfach drauf. Los, komm her. Und der dritte. Macht uns so cool überhaupt irgendwas hier. So, der auch noch. Habe ich keine Pistolen mehr oder was? Moment. Ich muss gerade mal ein bisschen koordinieren. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, ich muss meine Pistolen gar nicht benutzen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, da hinten bin ich. Ach, da bin ich. Ich schaue einfach drauf. Ich frage mich gerade, was der Piratenschädel zu tun hat. Das heißt, zeigt mir wahrscheinlich ab und zu an, was der Gegner ist. Ja, na gut, dann haben wir den halt auch besiegt. Ein Schluck Apfelschorle zum Dank.
20 Holz, 20 Metall, 20 Stoff, 6 Schwerkugeln, 4 Mörsergeschosse und 3 Crewmitglieder. Check doch separieren, genau. Ist zwar nur wenig, aber gegen das Vor können wir jedes Quäntchen Glück gebrauchen. Und natürlich auch können. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber wir sind auch gesucht momentan. Mit einem Abzeichen sind wir gesucht. Deswegen kommen die Piratenjäger wahrscheinlich auch. Aber jetzt geht das mal los hier. Dann fahren wir nach Hause zurück. Verfolger ansehen. Aber wir werden wirklich richtig verfolgt, alles klar. So, jetzt geht's aber ab hier. Los! So. Bam! Jetzt hier. Ja! Die Mauer hat schon zerlegt, Alter. Das ging schnell. Oh, 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 oh. Jetzt könnte... Das könnte kritisch werden. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Und go! Go! Und noch einmal. Go! Und... Jawohl, den haben wir erledigt. Oh mein Gott, zwei Piratenjäger, zwei Piratenjäger. Oh mein Gott. Zwei Stück, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Mist. Okay, das könnte nochmal schwer werden. Und warum ist jetzt... Oh, jetzt ist auch noch schlechtes Wetter. Alle schlechten Dinge, die passieren können auf einmal. Ich hoffe, es kommt kein Dritter, weil den Dritten kriege ich nicht hin. Das kann ich euch schon mal versprechen. So, komm her. So, erst aufs Down. So, und komm schon, der Zweite, den kriegen wir auch noch. Schon wieder schlechtes Wetter, das gibt's ja gar nicht, das hat uns gerade umgeschlagen. Oh mein Gott. So, und jetzt, los, komm, 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 komm. Rammen! Boah. Komm schon, den rammen wir einfach. Ich hab ihn doch schon. Jetzt, los, ich muss ihn ändern. Ich muss ihn ändern. Ich kann ihn nicht ändern, ich kann ihn nicht ändern. Ich kann ihn nicht ändern, okay. Ändern wir den da. Irgendwas müssen wir jetzt ändern, weil sonst gehen wir hier den Bach runter. So, S für ändern. Okay, wunderschön. So, los, komm hier. Langsam habe ich den Bogen raus. So, den hier noch und... Den da noch. Muss ich eigentlich? Nee, ich musste das gar nicht machen. Jetzt habe ich ihn nicht erwischt, okay. Oh, lag. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mal zu den Lacks kurz so gesagt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Assassin's Creed 4 wesentlich mehr lackt bei mir. Weil Assassin's Creed 3 ja schon sehr gelackt hat, immer wenn die Fraps tut ja immer in 4 GB Abständen Dateien rendern. Und immer... Mist, ich hätte ihn verteidigen. Ach, ich hab's gehört. Und immer bei diesen Dateien ist natürlich ein kurzer Frame-Einbruch. Und ich muss sagen, mein PC verkraftet das Spiel besser als ich dachte. Obwohl es auf höchster Grafik läuft. Wunderschön! Was soll mit dem Schiff geschehen? Checkdoor reparieren. Genauso möchte ich das nämlich sehen. Und das nächste benutzen wir dann zum Bekanntheitsgrad verringern. Das heißt, wir nehmen jetzt richtig Schaden. Beim... Ich hoffe nur, dass die Piraten... Dass die Marineschiffe sich angreifen, weil das könnte jetzt echt das Böse noch werden. So, schnell, ich muss... Ah, verdammt! Los, komm, komm, komm! Ja! So, okay. Wo ist meine andere Beute gewesen? Da. Dann kann ich genau vor... Okay, erbeutet. Da ist noch was. Erbeuten. Und... Natürlich zählen die auf uns. Das sind ihre Feinde, du. Trollo. Oh. Nicht, weil das Schiff versenkt. Was? Ich kann das nicht ändern? Dann hier.
Oh mein Gott, das... Oh, das sieht... Oh, Alter. Wer schießt denn da? Das sind doch... Hui! Waren das die? Ach du Scheiße, nein, ernsthaft? Och nee. Nee, jetzt ernsthaft? Jetzt, gerade jetzt? Oh, das kann echt nicht sein. Sind bereit, Sir. Natürlich können wir uns sehen. Okay, ich kann... Oh mein Gott. Alter. Ich muss das Vor da einnehmen. Ich werde gegen das Schiff da nicht bestehen, deswegen muss ich versuchen, das Vor zu holen. Was anderes bringt nichts. So, drauf einfach.